Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Rimworld. Ich denke, die Sache ist klar. Warum brauchen denn eine Behandlung? Was ist denn da? Ach, der hat eine Grippe. Ah. Dann musst du dich aber auch mal hier rinlegen. Sonst wird die ganze Nummer nichts. So, passen sie auf und du behandelst den. Ach, er ist auch schon da. Das finde ich gut. Wichtig ist, dass da ein Koala rumläuft. Das ist extrem wichtig. Habe ich mit denen schon gehandelt? Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich das so sagen soll, nur so gar keinen Plan. Ich werde mal gucken. Ich meine, dass ich mit denen schon irgendwie im Austausch war, ne? Da hatte ich ja festgestellt, die haben nichts. Genau. Die sind komplett nutzlos. Andere Frage, wo ist der Putzhelfer? Gibt es den noch? Die sind ja ein paar Mal zerstört worden, meine Geräte. Ich hätte da Fragen wegen der Küche. Da gibt es ja gern mal radikale Probleme, was den... das ist ein Putzhelfer und das ist ein Putzhelfer. Ich weiß jetzt nicht... Warte mal. Man kann ja hier gucken. Oh nee, ich habe keinen Putzhelfer. Das ist natürlich wird auch richtig gut. Aber ich glaube, ich baue einen, ne? Ja, der wird gerade entwickelt. Ja, dann ist ja super, wenn der zumindest entwickelt wird, läuft die Sache ja zumindest ein kleines bisschen. Auch wenn ich der Ansicht bin... Meine Schuhe, Moment. Den Verkehr drüber. Ah, Hilfe, Hilfe. Was? Warum ist denn das Insektenfleisch im Lager verdorben? Ach so. Ja. Ist ja klar, dass das verdirbt, weil das liegt ja draußen. Oh, ich glaube, hier hat die Verseuchung ein bisschen aufgehört. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Wer ist denn eigentlich... Sie ist hier. Was hatten die? Warum ist denn die noch so fertig? Ah, die ist schwanger und Grippe... Ah, die hat ganz viel, da ist ganz viel gar nicht gut. Wie sieht es mit Bauteilen aus? Irgendwer hat welche gemacht, wir haben 41. Ich überlege gerade ganz ernsthaft, ob ich die dann mal in den Apparillo stecke. Das Problem... Das Problem... Die ist ja schwanger. Das dauert, ich weiß nicht, wir sind da 21 Tage oder so ist die dann da drin. Ich geh mal gucken, warte mal. Oh, wie hieß denn das Ding überhaupt nochmal? Ich habe da gar keine Ahnung mehr. Alter, das ist so schlimm, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Das war doch irgend so ein... Wie hieß denn das Ding? Bio-Watt. Ist das nicht hier? Ah, hier, die Kapsel da, die muss da hin. Zack, bumm. So, wer braucht denn schon mal eine Behandlung? Sie, warum hat sie denn... Was macht sie denn jetzt da? Das sind Dinge... Mach mal wieder dahin. Ja, du gehst mal dahin und machst das. Genau so sieht das nämlich aus, mein Freund. Ob du willst oder nicht. Und dann kannst du wegen mir weiter schlafen. Dann ist es mir egal. Was macht eigentlich der Putzhelfer? Wo ist denn der? Ja, ja, ich weiß, dass Insektenfleisch da verdirbt. Das ist gar nicht schlimm. Ah, der macht gerade die Lagerräume sauber. Das ist ja super. Aber wir hätten da für die Lagerräume hätte ich noch ein paar... Ich hätte noch ein paar Ideen. Wir könnten hier zum Beispiel... Wir könnten das so machen. Wie ich finde. Wir könnten zumindest mal einen Boden reinlegen. Das würde ja immerhin schon mal dafür sorgen. Es sieht zwar dann immer noch scheiße aus, aber vielleicht ein bisschen weniger. Warum ist das jetzt so komisch hier? Ich verstehe die Hälfte der Klamotten hier nicht. Das ist mir ernsthaft schleierhaft.
Das läuft doch hier nicht. Das ruckelt doch ganz komisch. Dann kannst du wenigstens auch ein bisschen sehen, wann hier was hässlich ist. Ah, sie baut das. Ich habe dann. Der Plan ist, dass ich sie dann da reinlege, damit ihr vielleicht ein paar Körperteile nachwachsen. Die andere Seite der Medaille ist, wir müssen dann halt einfach größere Räume bauen, wo der Kram so rein kann. Damit dann vielleicht jeder einen kriegt, weißt du? Wobei ich da auch noch nicht sehe, dass das alles so der Weisheit letzter Schluss ist, aber... Habt ihr jetzt die Räumlichkeiten mit schickem Fußboden versehen? Das ist toll. Ich bräuchte dann mal irgendwo neue Stahlbauteile. Dinger, haben wir hier irgendwo was? Da oben. Na gut. Ich meine, im Notfall können wir das ja einfach machen. Was? Ach, heul nicht rum, Alter. Ich habe keine Ahnung, wer das... Ach, das könnte sie sein hier, ne? Nee. Ah, 18 Stunden. Wie ist das hier mit dem Bekehrungsritual? Das dauert noch 18 Tage. Irgendwer hat kaputte Kleidung. Hier wurde ein Gebiet freigelegt. Ah, das ist ja toll. Mach lieber Stahl. Das ist viel wichtiger. Ah, das ist bei ihr ist noch die Hose, ne? Da hat man noch die Schutzhose, die ich ihr zwungenermaßen angezogen habe. Da wollte ich da auch mal nach was gucken. Wie sieht denn das aus? Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, so ernsthaft, weiß ich das nicht so genau. Ich habe noch 42 Bauteile. Hier gibt es die Beinprothesen. Frag mich... Oh, das baut Plaststahl. Das ist schwierig. Ich weiß das. Mach einfach mal 10. Dann kriegt vielleicht jeder eine Schutzhose. Danach könnte er dann wieder... Was ist denn jetzt? Katte versucht, Kati zu verführen, indem er mit seinem Ohren prahlte. Kati war ergriffen und jetzt ist sie mit Katte zusammen. Ah ja. Das ist super. Heißt das jetzt, wir müssen Katte und Kati zusammen in ein Bett stecken oder was? Da ist die Einfachkeit, der Einfachkeit halber machen wir das jetzt mal so. Und so. Und bauen ein Doppelbett da rein. Einfach damit das, also ich würde gerne. Zack. So. Das Doppelbett ist in Arbeit. Irgendwann wird das auch wer machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht, wer es macht, aber das ist ja egal. Wichtig ist halt nur, dass es irgendwer macht. Ah, es macht Kathi offensichtlich. Weiß nicht, ob das der... Ah, ne. Sie baut da irgendwie. Gut. Dann können wir jetzt hier Kolonisten wählen. Party. Hier, da ist... Das ist Manamismus. So, da haben wir jetzt das Kathi drin. Also wenn die jetzt zusammen pennen wollen, dann würde das technisch gesehen gehen. Wie sieht denn das bei dem und seinem, bei seinen Schutzhosen aus? Ich hoffe gut. Jetzt haben wir zweimal kaputte Kleidung, es wird wild. Was hat denn er jetzt hier? Was ist denn bei ihm kaputt? Ich weiß nicht. Hä? Ah, Schutzweste. Ja, aber da hatte ich doch welche schon. Was soll denn der Quatsch? Warte, wir bauen auch mal gleich. Es geht gleich weiter. Hä? Wo haben wir denn? Da. Ich mach gleich mal noch 5, so 10 neue Hemden. Das wäre ein Traum. Hatte ich nicht noch eine Schutzweste? Ich könnte ja mal in den Regalen gucken hier. Da ist ein Parker drin. Können wir einfach alle markieren. Ah, das hilft mir nicht. Okay. Helm, Hose. Hier ist nichts drin. Park aus Stoff, ein Helm aus Stahl, Kinderhose, Kinder... Nee, ich glaube...
Wenn ich das so sehe, bin ich bei Schutzkleidung ein bisschen raus. Alles klar. Dann warten wir da mal ein bisschen ab. Es dauert ja jetzt auch eine Weile. Wir müssen ja dann auch irgendwie gucken, dass wir einen kriegen, der... Ich habe keine Forschung. Lass uns mal gucken, was wir erforschen lassen können. Wir können... Ich mach mal einfach weiter. Was willst du machen? Sag mal, Katte, könntest du vielleicht das machen? Das würde mir helfen. Wenn wir noch ein paar Bauteile hätten, das wäre ein Traum. Weil ich meine, ob die jetzt noch mehr Stahl finden, ne? Den ich aufgrund der Tatsache, dass ich noch keinen Bohrer habe, sowieso nicht abbauen kann. Och, das war's schon mit dem Stahl da oben. Das ist ja mickrig. Dann geht's da weiter. McTot macht Warning. Ja, was soll ich sagen? Das ist schön wie die Kolonisten. Da gibt's Liebe zwischen Schweinen. Da ist wieder ein bisschen Verseuchung aufgehoben worden. Ich glaube, hier draußen ist er auch fertig, ne? Prima. Alternativ befehle ich mal, dass wir da die Steine wegmachen. Ich bin mal gespannt, wann sie davon was machen. Ja, ich könnte ein massives Bauwerk bauen, aber weiß ich nicht. Wie ist denn mein Ruf bei der Fraktion? Die ist bei plus 50. Ich müsste da ein bisschen was machen. Ach komm her. Bauen wir das Ding irgendwo hin. Wenn wir schon Platz finden und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich müsste es halt irgendwo hinstellen, wo es vielleicht nicht zerstört wird. Das wäre ganz gut. Aber ich bin ja eigentlich sowieso dafür, dass wir hier unten zubauen. Aber dann ist halt schwierig. Die müssen dann, da muss ich hier hinten aufmachen irgendwo. Damit die da durchlaufen können, um von oben reinzukommen. Wenn sie das denn wollen. Und die Wände müssen halt auch echt stabil sein. Echt stabil. Wir haben noch ein paar Schieferblöcke. Wir haben insgesamt nicht so viel Steine, ne? Wir haben auch recht viel von dem, was hier so rumliegt. Naja, recht viel. Das ist auch ein Witz. So alles haben sie noch nicht eingesammelt. Ja, ich möchte das gern hier. Da wäre gut. Wir könnten... Ich mach mal architekturmäßig nochmal hier so ein bisschen... Was haben wir denn? Kalkstein, glaube ich, war ganz gut. Oh, warte, das müssen wir vielleicht mal so machen, sonst wird das schwierig. Das machen wir mal so. Da machen wir mal die 3, 4 Ecken da schon mal zu. Hier machen wir noch das und das. Ja, da bringen die Lastenheber, bringen das Zeug ja schon dahin. Irgendwer wird es auch bauen. Ich weiß nicht, wer hier für den Abbau... Das ist Katte, der sollte eigentlich Bauteile machen. Warum macht denn der jetzt... Naja, okay. Dann mach halt keine Bauteile, dann haben wir halt bald keine mehr. Das ist dann auch nicht schlimm. Ist halt, wie es ist. So, dich könnte ich ja theoretisch... Ach nein, ich weiß, warum ich das nicht machen konnte. Wegen der Glitzerweltmedizin. Jetzt habe ich das verstanden. Davon hatte ich mal relativ viel, bis ich aus Versehen die aktiviert habe und sie die benutzt haben. Was macht denn der? Also, die bringen da Futter hin. Das ist richtig und korrekt. Dass wir übrigens jetzt einen Steinbock haben, macht auch so gar keinen Sinn, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Den könntest du eigentlich dann auch mal... Den könnten wir eigentlich mal erledigen, kurzzeitig. Die Küche sauber, Küche ist schick. Das Spektakel der Käfer. Ah, 8 Insektenkolonien. Die wollen mich so richtig nerven, ne? Ich musste auch dieses komische... Diese Kapsel da muss ich doch machen, ne? Okay. Wo haben sie denn das jetzt hingetragen? Ach du Scheiße, ich hab doch keine Ahnung. Das ist doch hier irgend so ein... Eieiei. Eieiei. Da. Das ist so groß. Ach du Heiland, wo mache ich denn das jetzt hin? Pass mal auf, wir stellen das erst... Ich stell das da unten hin. Hier muss sowieso noch irgendwie was drum auch. Das finde ich meistens ganz gut. Hier unten haben sie das eine Teil noch nicht fertig. Naja, da müssen wir jetzt auch erstmal abwarten.
jetzt, ja, ja, das ist doch alles richtig hier. Schifo. Aber macht ihr jetzt alles aus Schiefer oder was? Naja, soll mir ja recht sein. Wichtig ist, dass du es machst. Und dann ist irgendwann auch wichtig, dass hier irgendwer... Ach, dass die kocht jetzt so viel, ne? Weil das ja jetzt mit dem Kind beschäftigt ist. Ist das korrekt oder... Gerade aktuell machst du da irgendwie andere Sachen. Kann ich bei dir wieder was mit Bekehrung machen? Dann bekehr mal Kati. Ich glaube, die hat's nötig. Gut. Wie lange dauert das jetzt? Bis die wieder bekehren kann? 3 Tage. Okay, das muss ich dann verhältnismäßig regelmäßig machen. Warum ist denn die schon wieder so langsam? Was ist denn mit der los? Warum ist die denn? Was hat die denn? Hast du Probleme? Was ist denn dein Schwanger? Unterernährt. Beinprothese. Schussnarbe. Schläfrig. Aas ohne Tisch. Naja, da ist doch... Ah. Das sind Dinge, die muss ich nicht verstehen. Ne? Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Stahl für alles. Wie sieht denn das mit den Schutzhosen aus? Schutzhosen sind da. Das heißt, kaputte Kleidung sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Gut, die Schutzhose ist schon wieder für wen reserviert. Das ist toll. Ah, der macht ja gleich mit der Hose in der Altkleidersammlung quasi. McTodd macht noch. Hier lädt ein Lastenheber, ne? Super. Haben wir denn hier hinten jetzt? Ne, auch noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. Ich will euch auch nicht drängen. Das ist nicht mein Ziel. Ah, ja, deswegen dauert das jetzt, weil wir jetzt das Ding bauen. Anscheinend gibt es da eine Prioritätenliste. Priorität ist erstmal alles aus Schiefer zu bauen, offensichtlich. Das habe ich nicht ganz, da habe ich nicht aufgepasst. Aber oh, der Großhändler ist schon wieder da. Vielleicht kriegen wir doch ein bisschen, vielleicht gibt es doch ein bisschen was von einer guten, der Tributeintreiber ist auch da, das ist toll. Hauptsache und wichtig ist, ja, ich weiß nicht, wo du bist. Das ist auch nicht so schlimm. Wichtig ist, ich muss den finden, der mit mir handelt. Glitzerweltmedizin. Da wäre ich leicht interessiert dran. Ich habe das Gefühl, auch da werden wir wieder sehr, sehr wenig Erfolg haben. Dann kannst du denen mal die Hosen andrehen. Wie viel Geld habe ich denn? Naja, das ist eigentlich genug. Ich könnte was kaufen, aber... So wie wir hier sehen wir, dass es nicht so viel gibt von dem, was ich brauchen könnte. Wir könnten noch ein bisschen Tier verkaufen, das hilft aber auch keinem. Also machen wir einfach weg. So, pass mal auf, was haben wir hier? Kann man? Machen wir einfach mal so. Machen wir mal 3 von den Viechern weg. Oh, das gab Massaker. Da sind die Tributeintreiber. Ich weiß nicht, was die eintreiben wollen. Ich habe ja nichts. Ich bin eine ganz arme Wutz. Es kocht. Jetzt müsste nur noch wer da Schweinefleisch da abholen. Ah, meine ganzen Geräte sind am Aufladen. Das ist ja toll. Das bedeutet ja, dass der Raum vielleicht dann noch größer werden muss. Wie weit sind wir denn mit dem Bauwerk? Oh. Ist auch eher schäbig. Ah, irgendwer holt, da holt der Hund macht's. Na, wenn keiner was taugt, aber der Hund, der haut was raus. Wie viele Bauteile haben wir noch? 37. Okay. Bei den Hosen und der Ordnung sieht es auch irgendwie schäbig aus. Produzieren wir denn eigentlich auch noch Babynahrung? Sag ich mal her. Liegt hier irgendwo was rum? Ich sehe, doch da 39. Okay. Nee, Katte und Kati pennen nicht zusammen.
Alles klar. Wir haben zweimal kaputte Kleidung. Das ist, bei ihr ist es immer noch die Hose. Bekleide dich mit Schutzhose. Und jetzt haben wir noch einmal kaputte Kleidung. Das ist Katte, der hat eine kaputte Rüstung an. Also eine kaputte Schutzweste. Warte mal, da machen wir mal eine neue. Das dauert ja jetzt alles auch noch einen Moment. Ah, das war natürlich klar. Ach du Scheiße. Wollt ihr mir erzählen, dass das alles die sind, die jetzt hierher kommen? Hat das Kati das Kind auf dem Arm? Nein, aus Versehen mal nicht. Hoffentlich habt ihr alle Waffen, Alter. Ich will es jetzt sagen, aber kommen Schnabeltiere. Ja. Weißt du, da bist du auch. Da bist du final auch. Da bist du final auch gestraft, wenn sowas passiert. Die Frage ist, läuft in meinem Lager irgendwas rum? Ah, da oben laufen noch welche rum. Da könnt ihr doch ruhig hingehen, das ist mir egal. Dann macht doch vielleicht die fertig. So, da oben sind noch welche. Die wollen wahrscheinlich zu meinem... Die wollen wahrscheinlich zu meinen Geräten oder irgendwas kaputt machen. Oh, warte. Bleibt mal hier stehen. Ist ja klar, dass die Viecher dann also langsam aber sicher rankommen. Pass mal auf, du könntest ja eigentlich mal... Könntest dich ja mal da kümmern. Das könntest du doch eigentlich machen. Ich meine, du bist sowieso so langsam und hast eigentlich auch nur EMP-Granaten dabei, die gar nicht für das, was wir hier machen, geeignet sind. Ja, und da kommt ja jetzt noch eins, läuft noch darum. Ich weiß nicht, was das da hinten will, aber... Wir warten mal, bis es da rauskommt, weil das wird zwangsläufig. So, alle fertig? Ich denke schon. Wir hätten alle Schnabeltiere erledigt. Also ich hoffe, dass zumindest sehr inständig, dass wir das haben. Und dass noch irgendwo 20 rauskommen. Dann kann ja jetzt irgendeiner... Ah, wir haben die Kryo-Schlafkapseln. Ich weiß nicht, ob das für mich in... Also was? Speerrüstung, Prestige. Ah, das sind die Dinger. Wir machen mal den neuralen Überlader.